Hallo und willkommen zu einem neuen Türchen im Aquadicted Adventicted Adventskalender. Und heute stellen wir euch einen ziemlich spektakulären Salmler vor. Also spektakulär nicht unbedingt von der Optik, aber sein Verhalten ist interessant. Und diesen Fisch kenne ich ja auch schon seit meinen Anfängen der Aquaristik, weil das ist irgendwie einer, den man halt immer mal mit gelesen hat in den Büchern oder Zeitschriften und der immer wegen seines skurrilen Vermehrungsverhaltens in Erinnerung geblieben ist. Und ihr wisst es ja, wir sind ja keine Fischzüchter, aber das muss man einfach bei diesem Fisch mal besonders hervorheben, denn das unterscheidet ihn von vielen, vielen anderen. Es geht heute um den Spritzkuchen. Es gibt heute den Spritzsalmler für euch, Cupella arnoldi. Cupella gibt es, glaube ich, auch noch zwei, drei andere Arten, die wohl relevant sind. Ich habe den aber bis jetzt eigentlich, wenn überhaupt, Nur ja, den. war es nur der, ne? Wir haben jedes Jahr im Kalender einen Oberflächenfisch. Meistens sind das Salmler. Ja. Nee, was heißt meistens? Ja, wir hatten den Beilbauch. Ja. Was hatten wir noch? Wir hatten noch was für die Oberfläche, bin ich der Meinung. Nee. Ab letztes Jahr haben wir im Kalender immer hier einen Oberflächenfisch. Ja. Und ich wollte dieses Jahr wieder einen haben. Ja. Und da war eine Pyrolina oder Cupella. Pyrolina gibt es so selten und hast du wahrscheinlich dann auch wenig da. Noch Wir nie. müssen, genau. Deswegen habe ich mich dieses Jahr für diesen Oberflächenfisch entschieden. Ja, und es ist der Spritzsalmler. Und hier walzen gerade wieder zwei oder zumindest drohen sich die Männer untereinander. Ja, skurriler Fisch in seinem ganzen Wesen. Also die kommen aus Südamerika, genau aus dem Orinoco-Delta und Guyana, französisch-Guyana. Da hatten wir ja schon mal einen dieses Jahr. Das war der. Oberes Amazonasgebiet, kann Ja, man das so beschreiben. genau. Ne? Also so ein oder zwei Kandidaten hat man da jetzt schon im Kalender, die von daher kamen. Und der ist mit vielen Salmlern gut vergesellschaftbar. Also es muss jetzt nicht unbedingt so ein Themenbecken dafür sein. Die sind generell gut haltbar. Aber es gibt so ein paar Besonderheiten. Also der kommt von Natur aus davor und er lebt in verkrauteten Gewässern. Also dicht bewachsene Überhänge, verkrautetes Gewässer, Pflanzen. Also es ist ja meistens so, dass im Regenwald dann die Bäume und die Sträucher direkt bis an den Fluss ranwachsen. Und das mögen die ganz gerne. Und die haben sich ziemlich skurril spezialisiert. Werden relativ groß, also bis 7 cm, 7 oder 8. Männchen bis 8 sogar, Ja, ne? bis 8, genau. Aber da ist halt auch viel Flosse. Die Männchen sind ganz, ganz markant. Die haben ganz lange Flossen. Die Weibchen haben viel, viel kürzere. Farblich sind sie generell nicht so unscheinbar. Also mehr so ein, ich würde mal sagen, rotbraun, ne? Das war Also, jetzt nämlich die Frage an dich. ja. Findest du sie schön? Ich finde sie nicht farblich schön, aber die haben eine schöne Form. Die haben eine schöne Form. Ich finde den leuchtenden Punkt in der Heckflosse, nee, in der Rückenflosse, finde ich sehr hübsch und doch mir gefallen sie. Ich habe ja immer eine Neigung zu skurrilen Die sehen und sportlich aus. ja. Halt. Also ein bisschen was haben sie von so Bivitatum oder Bitiniatus, die Killifische, die sehen Ich ja finde auch auch so ein so. bisschen jetzt vom Weiten wie der Werneri, aber nur ganz Ja, entfernt. etwas, also nicht ganz so dünne Flossen. Ja. Also ein schöner Fisch, nicht im Sinne von der Farbe, da haben wir uns jetzt, glaube ich, drauf geeinigt, aber der hat eine skurrile Form. Und der hat ein Verhalten, was sehr eigenartig ist. Erstmal noch zur Haltung oder zu den Bedingungen. Also ihr habt es ja gehört, von Natur aus kommen sie halt in dicht verkrauteten Gewässern vor. Sie bevorzugen auch ein weiches bis maximal mittelhartes Wasser mit einem sauren bis neutralen pH-Wert. Und der Knecht hat sich hier schon wieder mit ins Bild gemischt. Jetzt haut er aber schon wieder ab. Ja. Und das ist bei denen aber nicht so schlimm. Das sind jetzt Nachzuchten seit Generationen. Selbst wenn es mittelhart ist, da kommen die noch super gut klar. Das ist da eigentlich ein ja, ziemlich anpassungsfähiger Fisch. Ich habe festgestellt, die reagieren immer gerne auf belastetes Wasser im negativen Sinne. Also Keime im Wasser sollte man bei denen vermeiden. Also eine gute Wasserhygiene, habe ich festgestellt, hat sich ganz gut herausgestellt. Denn wenn das nicht so ist, dann neigen die gerne zu bakteriellen Infektionen. Die haben dann so Aufbrüche auf dem Körper. Es kommt immer darauf an, wo die Fische auch herkommen, wie sie konditioniert sind. Aber das sollte eine gute Wassergüte haben. Also da solltet ihr einfach nicht zu sehr besetzen, das Aquarium, immer hinterher sein mit dem Wasserwechsel. Wenn ihr einen UV-Klärer laufen habt, senkt ihr natürlich auch die Keime. Ist jetzt kein Must-Have, achtet einfach auf eine gute Beckenhygiene, da ist schon ja, viel mit geholfen. Der Fisch ist auch, was das Futter angeht, sehr anpassungsfähig. Also frisst Trockenfutter, er frisst Lebenfutter, er frisst Frostfutter ohne große Probleme. Das geht super und er ist auch gut verträglich. Und du hast es eingangs schon gesagt, es ist ein ausgesprochen oberflächenorientierter Fisch.
Jetzt schwimmen sie natürlich hier überall mal im Becken. Die sind oben, unten, Mitte. Ich meine, das ist ja auch kein sehr hohes Aquarium. Wenn sie sich aber zu Hause eingelebt haben, dann werden sie sich primär immer eher oben aufhalten. Und das auch aus einem ganz bestimmten Grund. Denn die haben ein ganz abgefahrenes Paarungsverhalten. Die legen nämlich ihre Eier außerhalb des Wassers. Und das ist schon sehr speziell. Wenn der Fisch ableicht, dann macht er das so, dass die beide Geschlechter, also Männchen und Weibchen, springen beide aus dem Wasser raus, also bis zu 10, 15 cm, und kleben sich dann von unten, also sie bleiben da kleben, an große Blätter. Also das kann man dann machen mit zum Beispiel Philodendron oder Efeutute oder einem großen Anubiasblatt, was zum Beispiel rauswächst. Und dann springen die da hoch, bleiben da halt kleben, wahrscheinlich deswegen auch die langen Flossen, das scheint zu helfen, und legen die Eier. Also das passiert so in mehreren Schüben hintereinander. Und das Weibchen legt die Eier, das Männchen befruchtet sie und dann fallen die zwei wieder runter. Und wenn die dann fertig sind mit dem ganzen Prozedere, dann passt der Mann immer darauf auf, dass die Eier nicht austrocknen, weil das würde ja passieren. Klar ist über dem Wasser die Luftfeuchtigkeit natürlich höher, Im Regenwald eh, gell? da sowieso. Der muss schon was machen. Er muss schon arbeiten Ja. und das dauert ja auch ja, mal einen Tag oder 2 Tage, bis dann die Eier dann mal schlüpfen. Und der Befächer, die jetzt nicht in dem Sinne wie unter Wasser manchmal Fische Sauerstoff an die Eier bringen, sondern er spritzt Wasser mit seinen Flossen an diese Eier. Also der aktiv befeuchtet die Eier, die über dem Wasser sind. Und das ist eine ziemlich interessante Geschichte. Das ist ein ziemlich interessantes Verhalten. Und ja, die Jungen fallen dann halt wiederum ins Wasser. Warum die das machen, kann man nur mutmaßen nehmen. Mal mutmaßen, ich nehme mal an, das liegt daran, dass die Eier zumindest am Anfang, ja, die sind halt in einer gefährdeten Phase und könnten gefressen werden von anderen Wasserbewohnern. Und damit das halt nicht passiert, hat sich der Fisch gedacht, Mensch, alle legen ihre Eier im Wasser, dann machen wir das jetzt mal außerhalb des Wassers. Das ist schon clever. Das ist clever, ja. Ich bin auch da auf die Verbindung mit diesen Flossenformen, weil es ist ja doch schon eine Schleierform und Ja. das haben wir in der Natur gar nicht häufig. Nee, das stimmt. Und es ist ja keine Zuchtform, der sieht ja so aus. Genau. Also ich nehme mal an, vielleicht klebt es dann besser. Also Ja, das Weibchen mehr hat Oberfläche, mehr natürlich. glatte Oberfläche, mehr. Ja. Genau, das Weibchen hat natürlich schlechte Karten, aber vielleicht hält er so fest. Also das kann ja auch sein. Das habe ich selbst noch nie beobachtet, ist aber ganz bekannt. Also viele von den alten Aquarianern von früher, die kaufen die auch noch so aus nostalgischen Gründen. Und da ist es halt so, dass die das halt oft noch kennen. Das wurde dann früher schon beobachtet. Wieder also quasi ein Fisch aus der Riege vergessene Schönheiten. Ja, Oldschool Aquarienfischer. Dementsprechend, logischerweise, haltet ihn nicht in offenen Aquarien. Das funktioniert nicht. Die springen raus und die springen wie Sau. Wir können Also, das jetzt einfach mal sagen, jeder Oberflächenfisch sollte nicht in einem offenen ja, Aquarium ist gehalten werden. naheliegend, dass die rausspringen und bei denen ist es halt besonders bekannt. Also, du hast ja hier überall Deckscheiben und ich ja auch im Laden, da kann das nicht passieren. Aber zu Hause, ja, entweder ihr habt Deckel auf dem Aquarium und Deckscheiben hat ja kaum noch jemand privat. Oder eben offene Aquarien, also kein Aquascaping-Fisch und nichts fürs offene Becken generell. Das funktioniert nicht, ihr müsst das schon abdecken. Wenn man die vermehren will, dann funktioniert das ja auch nur mit einem abgesenkten Wasserstand. Also das macht jetzt keinen Sinn, der Aquariendeckel ist jetzt auch nicht unendlich hoch. Also wenn du ja 15 cm weit weg willst, dann entweder guckt dir das Pflanzenblatt raus oder es verbrennt an der LED oder an der Neonröhre. Das muss dann schon ein spezielles Aquarium sein, wo der Wasserstand niedriger Ein ist. Paludarium. Oder ein Paludarium, genau, das geht auch. Dann kann man die auch vermehren. Wie gesagt, ich selbst habe es noch nicht beobachtet. Du? Nein. Auch noch nicht. Nein. Und ja, ist zumindest bekannt und bei dem Fisch, ja, Bild mir ein, ich habe easy. dieses Buch zu Hause, Ja. Aquarium Fischzucht Da sind aus dem Bilder drin, kann das sein? DATS Verlag, da ist das drauf. Und Ja. ich bilde mir sogar ein, dass der auf dem Cover vorne drauf ist, weil das ja so, So ich muss markant. daheim nochmal gucken, wenn es so ist, dann mache ich mal ein Foto rein. Ja. Ja. Das Auf Buch ist jeden im Fall. Allgemeinen genial. Ich verlinke es mal unten. Sehr außergewöhnlicher Fisch und ja, eigentlich kaum noch relevant. Ne? Also klar, er wird verlangt und er wird auch gekauft, aber Man steht nicht mehr muss, hoch im Kurs. was gab es früher für Fische? Gell? Du musst mal ein bisschen mehr nach links, weil irgendwann bist du nicht mehr im Bild. Von mir aus Genau. recht. Ja. Wenn man jetzt mal die Auswahl von den Oldschool-Fischen sieht, das war damals halt nicht so breit gefächert. Das Angebot war nicht so extrem wie heute. Muss schon mal was Und Besonderes gewesen sein, ne? das war was Besonderes. Und damals hast du halt, naja, auch eine Nische versucht zu finden. Jetzt muss man jetzt, ja, haben wir natürlich 800, 900 Arten teilweise auf Stocklisten. Da gehen solche Fische, die ja nicht so spektakulär gefärbt sind. Und die nur in der Zucht ein interessantes Verhalten zeigen, leider unter und sind dann nicht mehr ganz so am Zahn der Zeit, gell? Und Ich deswegen verschwinden denke, solche Fische gerne. zu früheren Zeiten war es halt so, es gab ja nicht immer alles als Import. Und ich denke, für viele war es halt interessant,
Also Fische wurden ja viel gezüchtet im Privaten. Und gerade wenn sich dann eine Art so als besonders herausgestellt hat, ist sie wahrscheinlich deswegen ziemlich populär geworden. Und wahrscheinlich hat er, also denke ich jetzt, damals so einen Hype erlebt oder so eine Bekanntheit gehabt, weil das halt was Besonderes war und das vielleicht auch viele einfach mal probieren und sehen wollten. Und aus dem Grund ist der dann ja eben populärer oder beliebter geworden und heute ja ziemlich vergessen. Also er steht wirklich nicht mehr hoch im Kurs, aber hat eventuell auch dieses Video jetzt geändert. Das werden wir sehen. Ich weiß es nicht. Mal schauen. Mal schauen. Wenn das Becken passt, interessant auf jeden Fall. So, Und gut zu vergesellschaften. das einzige Interessante an dem Fisch war also demnach jetzt die Fortpflanzung und die skurrile Form. Ja. Und das hat uns 5 Minuten unter der normalen Zeit bleiben lassen. Das finde ich Ja. gut. Deswegen gehen wir jetzt zum nächsten Also Türchen. war es ein kurzes Türchen heute. Naja, nicht ganz so lang wie die letzten, auf jeden Okay. Fall. Ja, reicht aber, denn das war jetzt auch für uns nicht das Ich finde Letzte. ihn toll. Ja. Und es ging ja hauptsächlich um die Oberfläche, damit ihr einfach auch mal was die Oberfläche. Und mal sehen, was nächstes Jahr, ob da noch ein Oberflächenfisch übrig bleibt. Wenn ich muss mal einen Schmetterlingsfisch nehmen, Den Buchholz. den Buchholzi. Aber der ist jetzt nicht für jeden geeignet. Aber wir werden uns was einfallen lassen. Es gibt ja sicherlich noch andere Du Alternativen. willst die 5 Minuten jetzt unbedingt noch reinholen, oder? Nein, ich will auch nicht den Buchholzi jetzt einblenden wollen. Den seht ihr nächstes Jahr. Tschüss. Okay, also wir sehen uns im nächsten Video, denn das war nicht das letzte Türchen für uns und auch nicht für euch. Bis dann. Ciao.